Electronic Arts, TM. Danger Close, TM. Und Frostbite, TM 2. Sowie schwarzer Bildschirm. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Medal of Honor Warfighter mit mir, dem Action Pete, dem größten Held in einer Welt. Yeah, grüß euch Leute, Pete hier und wir spielen mit Medal of Honor Warfighter den 14. Teil einer altehrwürdigen Videospielserie, die bei Shooter-Puristen wie mir selbst in Vergangenheit etwas in Ungnade gefallen ist. Und was ich mit diesem Geschwafel sagen will, ist, der letzte Medal of Honor war scheiße. Und wir checken jetzt ab, ob der neue ein paar Sachen besser macht. Ich selber spiele die Singleplayer-Kampagne. Ich spiele mit Hardy die paar Koop-Sachen, die da sind. Ich weiß gar nicht, was genau das ist. Und den Multiplayer spielen wir, wie es uns gefällt. Pipi Langstrumpf-Style. So, gehen wir hier auf Einzelspieler. Kampagne. Wir haben jetzt übrigens den 25. mitten in der Nacht. 24 Uhr. Und ja, Kampagne. Die simple Sprengung eines kleinen Frachtcontainers geht schief und leitet einen Wettlauf ein, um ein globales Terrornetzwerk zu stoppen. Rübser war übrigens mein Hund, nicht ich. So, hier, ja, normal, keine Ahnung, warum nicht. Neue Kampagne starten. Und ich bin gespannt. Im Multiplayer haben wir ja schon gespielt und es ist Frostbite 2, das heißt, es ist Battlefield 3 Grafik und COD-Stil. Und ich habe extra vermieden, irgendwelche Trailer zu gucken, irgendwelche Tests zu lesen. Ich weiß gar nicht, was passieren wird und ich glaube, das ist immer ganz gut, so an ein Spiel ranzugehen, weil Trailer übernehmen einem häufig die Überraschung, finde ich. Oder Tests erst recht, die spoilern. Eine Nation definiert sich nicht nur durch die Menschen, die sie hervorbringt, sondern auch durch die Menschen, die sie ehrt und denen sie gedenkt. John F. Kennedy. Preacher. Vor 8 Wochen. Es gibt offensichtlich keine Sprachausgabe, das mache ich dann, dafür bin ich da. Bin der TF Marco, Preacher, Karachi, Pakistan oder Karachi. Und irgendwelche Koordinaten. Karachi kenne ich irgendwoher, habe ich schon mal gehört. Battlefield Map oder so, ne? Wir spielen einen bärtigen Mann offensichtlich. Darauf steht Medal of Honor total. Noch ein bärtiger Mann, aber er hat weniger Bart. Er ist nur Soldat. Okay, ich glaube, ich sollte feuern. Sollte ich feuern? Ich kann gar nicht daneben schießen. Ich muss ihm in den Kopf schießen. Zack! Ich wollte erstmal darüber nachdenken. Ziel vor. Haltet euch am Extraktionspunkt bereit. Wir haben gesehen, das Ziel kommt auf euch zu. Ganz einfach. Wir gehen rein, wir gehen wieder raus. Niemand wird je erfahren, dass wir hier waren. Ja, genau. Dieses Niemand wird je erfahren, dass wir hier waren, funktioniert bei Shootern immer exzellent. Und damit meine ich auf keinen Fall. Erledigt ihn. Wie genau? Achso, ihn da. Null Probleme. Du darfst die Wache nicht erschießen, sonst ist die Operation am Ende. Platziere einfach den Sprengsatz. Ich sichere dich. Lass mich doch dahin, du Bobby. Bombe platzieren kriegen wir, glaube ich, hin. Oh. Springe den LKW. Achso, das mache ich jetzt noch nicht. Okay. Die Wache ist bewaffnet. Leg den Kerl um. Ich dachte, dann geht hier alles schief. Ich bin in Deckung, guter Mann. Mother. Er ist nicht ernsthaft Mother. Oh, ich kann mir Munition von dem holen. Dankeschön. Wie zünde ich den Sprengsatz, guter Mann? Achso, ich soll da in Deckung gehen. Dann machen wir das doch mal. Ich tue es. Wie die Möwen. Ach du Heilige. Ach du. Ach du. Okay, wohin? Was ist denn? What the fuck? Alter! Alter! Die Nährexfiltration ist gestorben!
Das wird niemand erfahren, dass wir hier waren, ne? Wie war das? Oh! Oh, der hat, glaube ich, gebrannt. Jawohl. Oh, der auch. Aua! Sag da, weg mit dir. Ja, ich kann gerade nicht sprinten. Ich glaube, hier in diesem Tutorial lässt mich das Spiel nicht alles das machen, was ich gerne machen würde. Ich bin etwas begrenzt. Wir müssen zum sekundären Ex-Punkt. Was? Ich soll einen Heli ausschalten? Wie soll ich denn jetzt einen Heli ausschalten? Oh, da ist ein Heli. Ah. Der Heli schießt gut. Der Heli schießt echt ausgezeichnet, muss ich sagen. Oh, ich habe erstmal voll daneben geschossen. Der Heli schießt so gut wie ich. Komm her, du Bitch. Ja, beim zweiten Mal. Oh oh. Geh weg von mir. Geh weg. Ah, sehr gut. Da, so kann man ein Spiel starten. Electronic Arts präsentiert. Ich weiß schon was. Oh, der wackelt ein bisschen hier. Etwas unscharf, guter Mann. Ein Danger Close Spiel. Ich dachte gerade, das wären Holländer, aber... Also die Entwickler. Aber das waren die Entwickler von Killzone. Da habe ich mich vertan. Medal of Honor Warfighter, wer hätte das gedacht, die Überraschung schlechthin. Oh. Du versprichst dich zu ändern. Mach Bella Hoffnung. Sie schmieden Pläne und dann kriegst du plötzlich einen Anruf und verschwindest. So ist es nicht. Lena? Bella heißt der Hund meiner großen Schwester. Ich habe ihr Hoffnung gemacht. Okay, ich sollte ernst bleiben. Warum hast du aufgelegt? Ich bin unterwegs. Da war ein Tunnel. Du telefonierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Ich fahre nicht. Wer dann? Mein Dad. Nächste Frage. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Wie immer. Ich will nicht mehr kämpfen. Du lebst dafür. Ich rieche einen Konflikt. Soldat und Familie. Mother Dusty, was ist bei eurer Operation passiert? Keine Ahnung. Es war eine ganz normale Sprengung. Dann regnet plötzlich Container und sie liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter. Und der war bestimmt nicht von der Küstenwache. Unmöglich. Wir empfangen Siggins-Signale von Manila bis Ostafrika. Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht. Ja, welche Überraschung. Die Liste ist ziemlich lang, Bruder. Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab. Echt mal, Bruder. Das ist die Sache der Navy, Dusty. Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben. Die hab ich schon. Tja, war ja klar. Was waren denn deine Quellen vor Ort? Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus, in einer Zelle auf der arabischen Halbinsel. Ihr hattet jemanden? Haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Echt beunruhigend. Er könnte tot sein oder ausgeflippt. Er könnte überall sein. Okay, das ist natürlich ungünstig, aber ich weiß, wer ihn findet. Argyrus. Jetzt krieg ich Hunger auf Gyros. Scheiße. Okay, OGA-Agent Argyros. Argyros-Spieß. Soll ich das vorlesen? Um Teil unserer Sache zu werden, musst du dich als würdig erweisen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Chulma. Die Brüder, die du treffen wirst, sind meine Ausbilder. Sie werden dich in Waffen und Taktik unterweisen. Chalimar. Chalimar, einige von euch werden eine fortgeschrittene Ausbildung erhalten, um den Dschihad in die Länder der Ungläubigen zu tragen. Es ist Zeit, deinen Wert zu beweisen. Chalimar. Ja, jetzt sagt man mir Maus zum Umsehen. Chalimar, geh dorthin. Wohin soll ich gehen? Wieso finde ich das hier alles so lächerlich? Das ist echt frech. Ich soll hier hingehen? Ich soll wahrscheinlich dahin gehen. Also, wie ich das richtig verstanden habe. Ja, ja.
Spiele ich jetzt hier quasi jemanden, der gerade zum Terroristen ausgebildet wird? Ich weiß nicht, ob ich das... Das finde ich irgendwie bedenklich. Ja, mal Y zum Hinlegen halten. Habe ich witzigerweise bei Battlefield auch noch immer drin. Ist eigentlich total die Fingerakrobatik, aber gut. Da stehen zahlreiche Waffen gegen die Ungläubigen zur Verfügung. Kralle mal. Ja, darf ich bitte zielen auch? Aha, geht doch. Ja, habe ich nicht so ein fettes Visier? Ich habe doch so ein fettes Visier zum Durchgucken. Wo ziehe ich denn drüber? Egal. Zack. Achso, ich kann Feuermodi durchschalten. Ja, jetzt, also das hier Mehrfachschuss und das ist Einzelschuss mit V. Ich verstehe. Ah, Moment mal. Ne, Moment, doch nicht, Moment mal. Zoomen und dann Mausrad drücken. Ach du Heilige, jetzt verstehe ich. Zack. Das ist ja gar nicht kompliziert. Rechtsklick gedrückt halten. Ah ne, jetzt geht's wieder. Aha. Na komm, frisst Granate, Granatenfresser, wie Christian so immer schön sagt. Nähere dich deinem Bruder, um Munitionsnachschub zu erhalten, Chalema. Okay, gib mir Munitionsnachschub. Dankeschön. Du hast diese Prüfung gemeistert, geh für deine nächste Prüfung zu der Tür. Die Tür. Welche Tür meint er? Ach, die Tür. Verdammte Scheiße, es war die einzige im Raum. Okay. Alt halten. Ach, das ist ja gar nicht kompliziert. Oh, ich krieg gerade ungefähr 1000 Tasten gleichzeitig, damit ich das machen kann, wie ich das hier machen kann. Um genau zu sein, Steuerung, Alt, W. Uiuiuiui, da muss ich mich echt mal hier... Steuerung, um in Deckung zu gehen. Alt, um diesen komischen Deckungsmodus dann tatsächlich auszuwählen, dass ich mich mit A und D nach links und rechts bewegen kann. Und kann ich das eigentlich auch ohne im Sperrmodus zu sein? Nee. Okay. Das ist verwirrend. Mal gucken, ob ich das in dem Spiel brauchen werde. Gut, dass ich nur auf normal spiele. Deine letzte Prüfung geht auf Zeit. Beende sie so schnell wie möglich, Chalema. Okay. Unsere Prüfung muss als Ziele eliminiert werden, Chalema. Kein Problem. Nice. Ja, schon mal gut gemacht. Beeil dich deine Mom. Späne, wir brauchten schon Späne. Oh fuck. Ja, nehmen wir sein. Schneller, Mama! Also, wir machen die Pistole. Zack. Zack. Dann gehen wir hier durch. Okay, ich darf hier nicht durch. Ich weiß, dass noch Ziele übrig sind. Ob ich wirklich zum Dschihad wert? Oh, F für Nahkampf. Das hat man mir vorher natürlich nicht gesagt. Zack. 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 Nee, ich werde gar nicht. Dschihad ist gar nicht die Bezeichnung dafür. Entschuldige mich. Ich bringe ja den Dschihad zu den Ungläubigen. Ich bin. Was bin ich denn? Ich weiß nicht. Oh. Das war ja nicht gut. Aha. E zum Durchbrechen. What? Tomahawk oder eintreten? Ja, wir nehmen mal eintreten. Direkt Flashbang, nice. Ach mein Gott, das habe ich ja noch nie in einem Shooter gesehen. Leute, bitte. Ich bin nur durchschnittlich, aber wir brauchen... Also sie brauchen mich für diese Rolle. Zu links gehst du zur Ausgabe. Ach, am Arsch. Hier, Kampf fortsetzen. Ich weiß, dass ich geil bin. Ich konnte ja jetzt hier gerade die Hälfte der Sachen nicht. So geht das ja nicht. Nicht gut. Welche Sprengsätze habt ihr benutzt? Vollladung. Gerade genug, um es wie eine defekte Benzinleitung aussehen zu lassen. Der Sekundärschaden geht nicht auf uns. Nein, die Explosion kam aus dem Inneren des Containers. Das bestätigt unsere Theorie mit den Sprengstofflieferungen. Ja. Und wem gehört das Zeug? Ah, eine scheiß Briefkastenfirma in Dubai. Ist ziemlich aktiv. Karachi, Philippinen. Das Handy, das ihr gefunden habt, ist eine große Hilfe. Okay, ich muss das fragen.
Wie geht's dir? Das geht schon. Sobald's politisch wird, sollen wir das Feuer einstellen und tanzen. Bin aber kein Tänzer. Okay. Also, ab sofort leitet Voodoo Mako. Das wird ihn zwar nicht freuen, aber er steht bereit. Das hoffe ich. Wir kriegen gar... Aber nein. Was geht jetzt ab? Ist mein Spiel abgestürzt? Jetzt schon? What the fuck? Also kann man natürlich auch eine erste Folge beenden. Ich danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal hier abchecken, was zum Teufel hier los ist.